Herzlich willkommen zum Frauentag. Es soll da tatsächlich auch Männer geben. Mein Name ist Peter Clausen. Ich bin hier Pastor an dieser Kirche zusammen mit meiner Kollegin. Und ich gehöre zu Britta dazu. Und es ist so Tradition, dass ich immer so derjenige, der am Anfang was sagt und dann nie mehr. Und das will ich heute dann auch gerne tun. Ich freue mich, dass so viele sich aufgemacht haben. Einige haben ja schon ein ganzes Stück Weg hinter sich gebracht, im Morgengrauen, Familie hinter sich gelassen, vielleicht auch mit ein bisschen Freude nach dem Motto, ich komme noch mal raus und jetzt kann ich mal einfach mal so einen Tag für mich haben. Und ich finde es einfach toll, dass das hier so möglich ist und wir versuchen, das alles so zu gestalten, dass man sich auch wohlfühlen kann, in den Rahmen, den wir hier so haben. Was mich interessiert ist, wer ist denn zum ersten Mal heute hier? Könnt ihr mal einen Arm hoch machen? Toll, herzlich willkommen. Ich habe gedacht, ich sag auch noch ein paar Dinge, die vielleicht von allgemeinem Interesse sind. Das Wichtigste zuerst, wenn man hier aus der Tür rausgeht, gibt es noch ein Gebäude, da gibt es auch Toiletten. Also da sind noch welche und dann kann man, ich weiß gar nicht, ist oben offen? Das Gemeindehaus oben? Ja, also wenn man dann sagt, ich kann das noch schaffen, dann läuft man noch ein bisschen weiter, da ist das nächste große Gebäude, das Gemeindehaus, auch ein Parkplatz davor. Da kann man auch noch hin. Nachher zum Mittagessen gehen wir rüber in die Aula. Da sind ganz viele Möglichkeiten und sonst eben hier so im Gemeindehaus drüben. Ich hoffe, wir kommen damit klar. Wir haben uns richtig ins Zeug gelegt. Also in dieser Kirche gibt es einen nagelneuen Teppich. Eigentlich wollten wir sagen, Schuhe ausziehen, aber der ist ganz neu. Und wir haben auch alles nochmal gestrichen worden und vielleicht dieses Kreuz, was man da sehen kann, das ist uns vor 8 Jahren mal, nicht dieses, sondern so eins, ist uns vor 8 Jahren mal gestohlen worden. Das haben die einfach rausgebrochen, ist eigentlich verschweißt. Und wir haben das jetzt vor ganz kurzem, haben wir es, also ein Nachbau von dem Kreuz wieder neu eingeweiht, es ist wieder da. Und da freuen wir uns natürlich auch ganz besonders drüber. Ich bin gebeten worden, ein bisschen was zu sagen zu dem Mosaik. Da ist ja so ein Mosaik und viele fragen sich, was ist da eigentlich drauf? Es ist nicht so einfach zu sehen, gerade wenn das so von unten beleuchtet wird, aber in der Pause kann man vielleicht noch mal gucken oder auch so zwischendurch. Ganz oben, was man so von den Sitzen gut sehen kann, ist Christus der Weltenrichter mit dem goldenen Schein. Und mit dem Buch mit den 7 Siegeln, diese 7 rechteckigen Dinge aus Gold, das sind so dieses Buch mit den 7 Siegeln. Und darunter ist die Geschichte, Jesus wird im Jordan von Johannes getauft. Und darunter ist etwas, worauf nur echte Kenner kommen, nämlich das ist Elia auf dem Feuerwagen. Ich habe es auch in keiner Kirche gesehen, dass es da irgendwo gibt, Elia auf dem Feuerwagen. Also das Ganze wird verbunden, denke ich, da ist immer der Himmel offen. Da ist der Himmel offen. Und kann man hier noch ein bisschen genauer gucken, dann weiß man schon ungefähr die Richtung, in die man einfach schauen muss. Eine kurze Bitte auch noch, weil wir jetzt ja auch alle ein bisschen noch mehr so gucken, dass wir umweltverträglich leben. Wir sind dabei jetzt auch von Plastikgeschirr auf anderes umzustellen. Es gibt noch Restbestände, die wir jetzt noch aufbrauchen. Aber ich habe mir gedacht, wenn jeder von euch heute 3 Becher benutzt, dann kommen wir eine ganze Ecke über 1000. Wenn man jetzt nur 2 benutzt, ist das weniger. Und wenn man einen Becher mitbringt, viele haben ja so einen Container, den machen sie einmal voll morgens und dann halten sie ihren Level, dann brauchen wir noch weniger. Also wenn ihr das so ein bisschen im Hinterkopf behaltet, dann können wir auch so ein bisschen dazu beitragen, dass wir nicht unnötig viel Müll produzieren. Wir können das nicht alles abwaschen, da haben wir die Kapazität nicht für. Aber wir stellen das so langsam um und das nur so als,
als Hinweis ein ganz neues Bewusstsein. Okay, dann wünsche ich allen wirklich einen guten Tag hier mit Jesus, miteinander in der Gemeinschaft, im Lobpreis, in dem Zuhören. Es sind ja so viele Elemente, die so einen Tag kostbar machen, wo man einfach mal kurz mal rausgenommen ist aus dem Alltag und Gott ganz neu und ganz anders begegnen kann, vielleicht auch nochmal anders als zu Hause, obwohl wir wahrscheinlich auch nichts anderes sagen, als zu Hause gesagt wird, aber anderswo hört man das nochmal ganz neu und viel besser und so, ist so meine Erfahrung jedenfalls und darum finde ich es toll, dass es sowas gibt. Und als letzte Anmerkung noch, es ist immer interessant, so einen Lobpreis zu hören, so völlig ohne Bässe. Und bei den Männern haben wir völlig ohne Sopran den Lobpreis, hatten wir vor einem Monat. Das klingt irgendwie ganz besonders, das ist eine schöne Sache. Ich wünsche euch allen einen wirklich gesegneten, schönen Tag. Danke. Oh, voll die Kirche. Sehr schön. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Seid ganz herzlich willkommen hier in Hohenlohe, steht zum Frauentag. Zum 13. Frauentag hier in Hohenlohe steht. Für Frauen aus ganz Schleswig-Holstein. Gottes Idee damals. Und beim ersten Mal waren schon 250 Frauen dort, hier bei uns, aus ganz Schleswig-Holstein. Es hat sich fortgesetzt, von Jahr zu Jahr zu Jahr. Und das Tolle ist, es kommen immer so viele neue dazu. Das finde ich so ganz besonders schön einfach, weil so dieses, was Gott aus dem Herzen hat, einfach dann überall in Schleswig-Holstein wirklich landen kann, ja, wirklich landen kann und weitergehen kann. Wer von euch ist 50 Kilometer gefahren, um hierher zu kommen? Das sind schon mal einige, ne? Wer ist 100 Kilometer gefahren? 80 Kilometer. Okay. Wer ist 150 gefahren? Das sind schon nicht mehr so viele bei uns in Schleswig-Holstein, weil es nicht so ganz groß ist, unser Schleswig-Holstein. Ja. Wer kommt aus dem Süden von Schleswig-Holstein? Wer kommt aus dem Norden von Schleswig-Holstein? Wow. Viele. Wer kommt aus dem Osten von Schleswig-Holstein? Und wer kommt aus dem Westen? Prima. Also schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Die Mitte fehlt. Die Mitte fehlt. Die Mitte fehlt. Okay, die Mitte fehlt. Schleswig-Holstein hat auch eine Mitte. Genau, ja. Der Frauentag ist entstanden, weil einfach Gott diese Idee hatte. Frauen kommen zusammen aus allen Konfessionen, leben hier einen Tag in Einheit, stehen hier zusammen im Lobpreis vor Gott. Warum? Weil einfach Gott eine Verheißung gegeben hat auf Einheit. Eine Verheißung gegeben hat. Wir erwarten, dass einfach vieles geschieht in unserem Land, in Schleswig-Holstein. Wir sind alle so hungrig danach, dass Erweckung geschieht. Wir sind so hungrig danach. Ja. Dass Gottes Herrlichkeit nach Schleswig-Holstein kommt. Gottes Herrlichkeit. Darum das Thema auch. Auch an diesem Tag heute. Das ist ein Jahr der Herrlichkeit. Wir sind im November angefangen mit dem Markus Egli, der zu diesem Thema gesprochen hat. Heute spricht Elke Mölle dazu. Dann geht es im November weiter im Breglum. Und dann geht es auf der Blue Flame im nächsten Jahr weiter. Zum Thema Herrlichkeit. Christus in uns. Hoffnung auf Herrlichkeit. Wisst ihr, ich glaube, Gott hat sich das so gedacht. Christus in uns, Hoffnung auf Herrlichkeit für diese Welt, für Schleswig-Holstein. Christus in uns, dass es so zum Strahlen kommt in uns, ja,
dass die Menschen auf der Straße sehen, da ist Jesus, da ist was Heiliges. Und sie angesprochen werden davon. Und dass sie ihn suchen und anfangen zu fragen und sich bekehren und einfach zu Jesus kommen. Das ist das, was auf unserem Herzen ist, was auf eurem Herzen ist und was wir heute wirklich ganz, ganz stark erleben möchten, heute an diesem Tag. Also ich freue mich ganz doll, Elke, dass du da bist, weil ich weiß, aus dem Gebetshaus in Augsburg ist auch genau das ist der Grund, auf dem ihr steht, die Hoffnung auf Herrlichkeit, die Hoffnung auf Erweckung für Deutschland, Erweckung für diese Welt. Und das ist einfach wunderbar. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, Elke. Erwartet ganz viel von Gott. Erwartet ganz viel, dass er euch berührt. Dass er da, wo ihr Heilung braucht, euch heilt. Aber dass er euch auch positioniert an den Punkten, wo er euch gebrauchen möchte für das, was jetzt dran ist in seinem Reich. Erwartet das. Streckt euch danach aus an diesem Tag. Ich möchte jetzt noch beten und dann beginnen wir. Ja? Vater im Himmel, ich möchte dir so sehr danken, dass wir in diesem Fluss sind von dir, den du einfach geschaffen hast. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du etwas vorhast. Wir spüren das, vielleicht noch unterirdisch, aber wir spüren das, dass etwas kommt, dass etwas Neues kommt, etwas Starkes kommt. Und ich bete, dass dieser Tag ein Tag des Herrn ist, ein Tag des Heils ist für unser Land. Vater, ich bete, dass du jede Frau anrührst heute, dass du mit ihr sprichst, dass sie viel mitnimmt und dass sie gesalbt wird an diesem Tag, so von deinem guten Gedanken, den du hast für Schleswig-Holstein, dass sie es mitnimmt in ihr Zuhause und dass es dort lebendig wird. Ich bete, dass Ströme lebendigen Wassers fließen heute durch diesen Lobpreis, durch das, was wir hören. Ströme lebendigen Wassers, auf das unser Land lebendig wird. Auf das unser Land lebendig wird und auf das die Welt erkennt, dass du der Sohn Gottes bist. Das ist das Allerwichtigste, Jesus. Und das ist wirklich unser Gebet und dafür stehen wir hier. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass du Segen dafür gibst. Amen. Lobpreis. Du darfst jetzt nach vorne kommen. Übrigens, die Elke ist morgen auch noch hier und predigt hier im Gottesdienst, der um 10 Uhr beginnt. Ja, ihr seid herzlich eingeladen, die Kirche nochmal so voll zu machen. Ja, guten Morgen und schön, dass ich bei euch sein darf im hohen Norden. Ich bin ein bisschen länger gefahren als nur 150 Kilometer. Ich saß gestern den ganzen Tag im Zug und bin von unten nach oben gefahren. Das ist total interessant und ist immer noch Deutschland. Finde ich total interessant. Ja. Wie groß unser Land eigentlich ist und ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ich versuche, Hochdeutsch zu reden, aber manchmal gelingt es mir nicht so gut. Aber ich denke, ihr kriegt es mit, was ich sagen will. Und was mir echt aufgefallen ist, das muss ich euch jetzt schon mal sagen, ist, wenn ich so durch die Reihen schaue, sehe ich außergewöhnlich viele Blondinen. Das sehe ich im Süden Deutschlands nicht, wenn ich so eine Versammlung vor mir habe. Da sind ganz viel dunkelhaarige Frauen da. So wie ich. Vielleicht ein bisschen heller, aber also man sieht schon so diese Wikinger-Einflüsse bei euch. Das gefällt mir.
Ich war vor 2 Wochen in Mailand. Das war irgendwie das Kontrastprogramm zu hier. Aber ich finde es total spannend, bei euch zu sein und freue mich sehr. Danke für die Einladung. Und ich habe gedacht, ich leite bei uns im Gebetshaus die Jüngerschaftsschule, die heißt Incense. Also Incense haben wir gerade gesungen. Day and night, night and day, let incense arise. Weihrauch. Ich weiß nicht genau, wie wir auf den Namen gekommen sind. Der wird jetzt auch schon wieder diskutiert, ob das noch geht oder ob man die wieder umbenennen soll. Im Moment heißt sie noch so. Und ich habe gedacht, weil ich halt einfach Schulleiterin bin und Lehrerin irgendwie, nee, ich nehme euch einfach für einen Tag mit in meine Incense-Jüngerschaftsschule. Ist das okay für euch? Super. Wir haben übrigens auch noch Plätze frei in unserer nächsten Incense, falls ihr gerne mal 10 Monate bei uns im Gebetshaus verbringen wollt. Das ist eine Vollzeitschule. Man hat das Hauptfach, das wir haben bei uns, ist der Gebetsraum. Das ist ganz spannend, 4 Stunden täglich. Nicht ganz 4 Stunden, manchmal sind es auch nur 2 oder 3, aber so 20 Stunden in der Woche Gebetsraum. Und da passieren die ganz tiefen Dinge. Weil da kann man nicht ausweichen. Handy ist verboten. Alle Bücher sind verboten, außer die Bibel. Und man muss sein Herz aufmachen, sonst hält man es nicht aus. Und Gott begegnen. Und wenn man dann sein Herz aufmacht, dann kommt raus, was drin ist. Und das ist manchmal erschreckend. Und dann fangen aber die richtig spannenden Prozesse an. Und weil wir ja 10 Monate Zeit haben, ist es super. Passieren wirklich ganz tiefe Dinge und richtig lebensverändernde Durchbrüche. Und also wenn ihr irgendwelche Kinder habt, die nach dem Abi nicht wissen, wohin, oder dann schickt sie doch zu mir. Okay. Das Thema Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit, habe ich schon immer noch im Auge, aber ich werde mich so von links hinten nähern, und weil ich habe manchmal das Empfinden, das ist so wie beim Gesangsunterricht. Hat jemand von euch schon mal Gesangsunterricht? Genau, also ich weiß nicht, bei mir war das so, meine Lehrerin, die hat immer irgendwie so Vergleiche und Bilder gebracht und irgendwie sagt, da stell dir vor, du hast hier so einen Kragen und den musst du dann füllen oder so. Oder so ein Doppelkinn wie Queen Victoria und da soll jetzt der Sound rein und so. Weil du irgendwie, weil du nicht so direkt hin kannst an die Stimmbänder. Du kannst sie nicht manipulieren, du kannst nicht einfach so 1:1 sagen, Stimmbänder, öffnet euch oder schließt euch oder so, sondern du musst irgendwie eine bestimmte Körperspannung aufbauen, damit das dann passiert, weil das ist irgendwie so eine Reaktion dann, was die Stimmbänder machen auf das, was im Körper passiert. Und genauso glaube ich, dass das, was ich euch heute bringe, etwas in euch hervorruft, was dann Herrlichkeit zur Folge hat. Also habt ein bisschen Geduld, wenn ihr euch jetzt fragt, was hat denn das jetzt eigentlich mit dem Thema zu tun? Das ist der Grund. Ich muss mich da ein bisschen von der Seite nähern. Und ich fange mit was an, was ihr vielleicht gar nicht erwarten würdet, nämlich mit der Schöpfungsgeschichte. 1. Mose 2, 8 bis 17. Also es ist schon ein bisschen der zweite Teil der Schöpfungsgeschichte. Aber es ist total spannend. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden im Osten. Eden heißt übrigens Schönheit. Gott ist ein Gott von Schönheit. Und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott der Herr ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Und jetzt kommt was. Und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Also wir sehen da schon, dass das offensichtlich andere Bäume sind, komische Bäume. Das sind nicht so Bäume, die gut sind zur Nahrung, sondern das sind irgendwie so übernatürliche Bäume. Also das ist kein Apfelbaum, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen oder der Baum des Lebens. Es ist ein übernatürlicher Baum. Der Baum des Lebens übrigens taucht in der Offenbarung wieder auf. Im letzten Kapitel, da heißt es dann, dass da dieser Baum wieder ist, wenn wir dann dort alle am Ziel sind. Und dann dürfen wir von diesem Baum essen. Und die Blätter dieses Baumes dienen zur Heilung der Nationen.
Und das ist ein realer Baum. Gott hat ihn geschaffen im Garten Eden, aber er war nicht so ein normaler Baum wie ein Obstbaum. Und dann heißt es weiter, dann werden ganz viele Flüsse benannt, die der Herr dann gemacht hat, um diesen Garten zu bewässern. Da gehe ich jetzt nicht so drauf ein. Aber dann ab Vers 15, und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und wir kennen leider alle das Ende der Geschichte. Wir wissen, dass Eva und Adam von diesem Baum trotzdem gegessen haben, weil sie der Schlange mehr geglaubt haben als Gott. Und sie sind aber nicht tot umgefallen, sondern sie haben weitergelebt, aber es ist trotzdem etwas gestorben. Sie sind nicht körperlich gestorben, aber geistlich. Weil ihr müsst euch vorstellen, im Garten Eden hieß, da waren ganz andere Voraussetzungen oder Zustände, wie wir sie jetzt erleben. Da war nämlich gar keine Trennung zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Sie konnten Gott sehen mit ihren natürlichen Augen. Sie konnten diese zwei übernatürlichen Bäume sehen und sie durften ja vom Baum des Lebens auch essen. Sie haben sich nicht gewundert, als da plötzlich eine Schlange mit ihnen geredet hat. Also ich glaube, dass es normal für sie war, auch mit den Tieren zu reden. Da war keine Trennung. Sie konnten mit Gott spazieren gehen, sie konnten Gemeinschaft mit Gott haben und da war keine Trennung. Aber die war dann plötzlich da nach dem Sündenfall. Da gab es plötzlich diese schreckliche Trennung zwischen Gott und den Menschen, die er total liebt, die er geschaffen hat, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Und in der ganzen Bibel, im Alten Testament, zieht sich das dann durch, dass das eigentlich das Problem Gottes war, dass er Menschen liebt und dass er eine Beziehung zu Menschen haben möchte, aber es ging nicht. Denn meistens sind die Menschen dabei gestorben. Ja, Gott sagt von sich, er ist ein verzehrendes Feuer. Ein verzehrendes Feuer ist ein richtig heißes Feuer. Ihr kennt die Geschichte von diesen drei Freunden von Daniel, die in den Feuerofen geworfen wurden. Und die Männer, die diese drei Männer in den Feuerofen werfen mussten, die sind alle verbrannt, die sind gestorben, weil das Feuer so heiß war. Aber die drei Freunde von Daniel wurden von Gott beschützt und dann kam noch eine vierte Person mit dazu in dem Ofen und die konnten da einfach drin sein in diesem verzehrenden Feuer. Aber das war übernatürlich, das war ein Wunder, aber das Normale war, dass wenn Menschen Gott begegnet sind, sind sie gestorben. Wir lesen das zum Beispiel auch beim Dienst in der Stiftshütte oder im Tempel später. Der Hohepriester, der durfte nur einmal im Jahr in die Gegenwart Gottes kommen, dort hinein, wo die Bundeslade war, da wo die Heiligkeit Gottes drauf war. Und der Priester hatte an seinem Gewand Glöckchen. So wenn er sich bewegt hat, dann hat's gebimmelt. Und dann konnte man von draußen hören, ah, er lebt noch. Es war real, weil es hätte sein können, er hat sich verunreinigt, man weiß es ja nicht. Und ist dann in das Allerheiligste gekommen und die Gegenwart Gottes hätte ihn getötet. Und deswegen hatte man ihm auch einen Strick ums Bein gebunden, dass falls er stirbt, man ihn rausziehen kann. Weil jeder, der reingegangen wäre, um die Leiche rauszuholen, wäre auch sofort gestorben. Das war real. Als David die Bundeslade von diesem Haus, das Obed-Edom, zurückbrachte, hat er irgendwie das gemeint, ganz richtig machen zu müssen und hat einen Ochsenkarren genommen, der ganz neu war und ganz tolle junge Ochsen, die noch nie irgendeine Last getragen haben, weil er wollte es besonders schön machen. Und dann waren die Straßen damals ja noch nicht so gut wie heute, dann ist dieser Ochsenkarren in irgendein Straßenloch gefallen und gekippt und die Bundeslade drohte vom Wagen zu fallen und ein Mann namens Ussa hat versucht, die Bundeslade
davor zu bewahren, dass sie in den Dreck fällt. Klingt ja eigentlich gut, oder? Hätten wir auch gemacht. Aber es hat Ussa das Leben gekostet, weil er hat die Bundeslade berührt. Da ist dieser heilige Gott, der ein verzehrendes Feuer ist, und wer sich ihm naht, wird verzehrt von diesem Feuer. Das nenne ich mal ein echtes Beziehungsproblem. Gott liebt Menschen und möchte sich ihnen nahen, und jeder Mensch, dem er sich naht, der stirbt, der verbrennt, weil ein Mensch hat nur 37 Grad. Und Gott ist dieses verzehrende Feuer. Das war die Problematik, mit der wir es nach dem Sündenfall zu tun haben. Und deswegen hat Gott eine Idee gehabt, wie er das Problem lösen kann. Und diese Idee ist die neue Schöpfung. Er hat gesagt, es ist nichts mehr zu retten. Ich kann diesen Menschen nicht heilen, ich kann ihn nicht reparieren, ich kann ihm nicht bessere Verhaltensweisen antrainieren. Da ist diese Vergiftung, dieser Biss der Schlange, so wie Jesus auch sagt. Ja, ihr kennt die Geschichte, wo das Volk Israel in der Wüste war. Und da gab es so eine Schlangenplage und alle wurden gebissen und jeder, der gebissen wurde, ist gestorben. Und dann hat Gott zu Mose gesagt, er soll auf einen Stab, eine eherne Schlange machen und den Stab hochheben. Und jeder, der das anschaut, der wird nicht sterben. Und Jesus sagt es auch so, wie die Schlange in der Wüste erhöht wurde, wird der Menschensohn erhöht werden und alle, die auf ihn schauen, werden nicht sterben, weil jeder von uns, jeder Mensch hat diesen tödlichen Schlangenbiss und muss sterben. Und zwar nicht nur natürlich, sondern ewig getrennt sein von Gott. Da war nichts mehr zu retten, da brauchte es etwas ganz Radikales, nämlich Gott selbst musste kommen und die Strafe auf sich nehmen und diese Todesstrafe für uns bezahlen, die wir verdient haben durch den Sündenfall. Und das hat er gemacht. Und dann kommt plötzlich dieser Jesus. Und er kommt als Baby auf die Welt. Ich finde es so faszinierend. Es hat mich Weihnachten wieder so gepackt. Stellt euch mal vor, da waren diese Hirten auf dem Feld. Und das waren ja wirklich jetzt gestandene Männer, sagen wir in Bayern. Gestandene Männer. Versteht ihr das? Ja, ist gut, super. Und also keine Dichter, Denker, Philosophen, sondern einfach bodenständige Männer, die, und dann kam plötzlich der Engel und hat zu ihnen gesagt, also erstmal fürchte dich nicht, das muss ein Engel immer sagen, wenn er kommt, weil das ist schon ein bisschen gruselig. Ja, plötzlich ist dann da so eine Lichtgestalt, hast du vorher nicht gesehen, so, wow, wo kommst denn du her? Und sagt erstmal, fürchte dich nicht, alles gut. Ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn heute ist der Retter geboren. Christus der Herr in der Stadt Davids und es ist alles gut. Das war die Botschaft. Leute, ich verkündige euch die Sensation aller Sensationen, es ist jetzt alles gut, der Retter ist da. Der Retter ist da. Und dann kommen sie in den Stall und was sehen sie? Ein Baby. Ein Baby. Das sieht man mal, wie Gott anders denkt als wir. Die Hirten haben wahrscheinlich alles erwartet, nur kein Baby. Vielleicht irgendwie so einen Feldherrn, der ein paar Guerillakrieger um sich geschart hat oder was weiß ich, was sie erwartet haben, aber bestimmt kein Baby. Und Gott sagt, der Retter ist da, es ist alles gut. Wie hoch war damals wohl die Säuglingssterblichkeit, frage ich mich dann. Dieses Baby war in einer Krippe, in einem Stall, noch nicht mal in einem sterilen Krankenhauszimmer. Gott sagt, es ist alles gut, der Retter ist da. Das ist für mich der Inbegriff von Hoffnung. Hoffnung, es ist alles gut, der Retter ist da. Und dann kommt Jesus, als er erwachsen ist, tritt auf und sagt, Leute, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen, deswegen tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und diesen Satz,
der trägt eine Sensation in euch, die will ich euch jetzt mal aufschlüsseln in sich. Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen, mit mir ist es jetzt nahe. Und deswegen tut Buße. Und das Wort für Buße, das schreibe ich euch mal auf, weil das ist ein ganz wichtiges Wort. Im Griechischen heißt Metanoia. Buße. Das kann, also das ist das, was wir mit Buße verbinden, aber ich weiß nicht genau, wenn ich jetzt bei katholischen Leuten bin, dann denken die an was anderes als evangelische Leute, wenn sie Buße hören. Und es heißt im Wesentlichen Umdenken, umkehren, aber was es auch heißt, und das ist total ganzheitlich allumfassend, heißt ein neues Weltbild gewinnen. Ein neues Weltbild gewinnen. Das ist, was Jesus sagt. Er sagt, es ist jetzt alles anders als vorher. Ich verkündige euch ein neues Weltbild und ihr dürft ein neues Weltbild bekommen, denn das Reich Gottes ist jetzt nahe gekommen. Und dann sagt er auch noch, und glaubt an das Evangelium. Und das Evangelium ist die gute Botschaft. Das ist ein griechisches Wort für gute Botschaft. Aber was damals, zur Zeit Jesu, wurde dieses Wort Evangelium auch in der Militärsprache verwendet. Und zwar war das das Wort, das der Herold gesagt hat, wenn er vom Schlachtfeld kam, um dem König zu verkündigen, dass wir gesiegt haben. Er kam, also der Herold kam zum König, hat gesagt, Evangelium, wir haben gesiegt. Das ist doch cool, oder? Jesus sagt, es ist alles anders als vorher. Ich bin jetzt da, mit mir kommt das Reich Gottes, deswegen gewinnt ein neues Weltbild, es ist jetzt alles anders und glaubt daran, dass wir gewonnen haben. Und bei Gott ist es ja immer lustig, weil er Sachen sagt, die noch gar nicht komplett sichtbar sind, aber für ihn ist es schon so. Ja, das Baby liegt da und er sagt, alles gut, der Retter ist da. Jesus ist noch gar nicht gekreuzigt und auferstanden und in den Himmel gefahren. Aber er sagt, jetzt ist gut, jetzt ist das Reich Gottes da, ich bin da. Und deswegen dürft ihr jetzt alles anders sehen als vorher. Und dieses Reich Gottes, Jesus spricht total viel vom Reich Gottes. Ist euch das schon mal aufgefallen? Er spricht fast die ganze Zeit nur vom Reich Gottes. Er verkündet das Evangelium vom Reich. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Pharisäer so wütend gemacht hat, weil er hat einen Herrschaftsanspruch gestellt. Er hat nicht nur irgendwie eine neue Lehre gebracht, damals gab es ja viele verschiedene Rabbis, ja, und jeder hat irgendwie eine andere Offenbarung und das war der Rabbi mit dieser Botschaft und der Rabbi mit dieser Botschaft. Jesus hat aber gesagt, Moment mal, ich bin der König und ich habe mein Reich dabei und ich lade dich ein, in dieses Reich zu kommen unter meine Herrschaft. Und das war anstößig, weil er hat diesen Anspruch gehabt, ich bin der König. Das gehört alles mir. Ich bin der Herr. Und dann kam eines Nachts ein Pharisäer zu Jesus namens Nikodemus. Ihr kennt die Geschichte. Und der hat ihn gefragt, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Und dann kommt eine Antwort von Jesus, die total typisch ist für Jesus. Ist euch schon mal aufgefallen, der antwortet nie auf Fragen, die ihm gestellt werden. Oder wenn, dann ganz komisch. Irgendwie auf einer anderen Ebene. Also so, als ob die immer aneinander so vorbeireden. Und so ist es auch. Und Jesus macht das ganz bewusst, weil er sagt, ich komme mit meinem Reich. Und das, was ich dir sage, das kommt aus einer anderen Welt. Das kommt aus meinem Reich. Und ich hole dich in meine Ebene hoch. Ich gehe nicht auf deine Ebene runter und erkläre dir das da unten, weil da kann ich dir gar nichts erklären, weil die Lösung und die Antwort kommt immer aus dem anderen Level, nämlich aus meinem Reich. Das ist übrigens ein Prinzip, das wir auch immer wieder erleben, wenn wir Gott Fragen stellen, kriegen wir manchmal keine Antwort, weil wir die falschen Fragen stellen.
Ja, stell dir vor, du fragst jemanden, das Kleid, das ich da geschenkt kriege, ist es grün oder ist es rot? Aber es ist blau. Aber blau hast du vielleicht noch nie gesehen, du weißt nicht, was blau ist. Und dann kommt die Antwort, es ist blau, du weißt nicht, was es ist. Genauso ist es bei Gott ganz oft, weil wir haben so einen engen Horizont und wir erwarten die Antwort und die Lösung für unser Problem aus unserem Horizont heraus. Aber die ist da draußen. Und da kennen wir Gott noch nicht. Versteht ihr? Deswegen ist es wichtig, dass wir nicht verzweifeln, wenn keine Antwort kommt, sondern geh davon aus, dass du die Antwort noch nicht verstehst. Dass du Gott noch besser kennenlernen musst. Und da sind wir ja alle im Prozess mit ihm. Das ist ja genau sein Ziel. Deswegen sind wir noch auf der Erde. Er möchte gerne, dass wir ihn kennenlernen. Er möchte mit uns leben. Er möchte, dass wir eine mündige und reife Braut werden, der er sein Herz öffnen kann und anvertrauen kann. Okay, jedenfalls die Antwort auf Nikodemus' Frage kommt aus einer anderen Welt. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ich glaube, was Nikodemus eigentlich wissen wollte, war, bist du der Messias? Er hätte es so gern gewusst. Er hätte so gern Informationen für seinen Verstand bekommen. Bist du der Messias? Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das ist genau die Antwort auf seine Frage. Nämlich, du musst von Neuem geboren werden und dann wirst du sehen im Geist. Dann kriegst du nämlich neue Augen. Kennt ihr alle Daniel Kalloffs Lied? Ich bin von Neuem geboren und mein Herz hat jetzt Ohren. Kennt ihr das? Genau, das ist genau das. Jesus sagt, pass auf, Nikodemus, du siehst gerade noch nichts, weil du bist noch nicht von Neuem geboren, aber du musst von Neuem geboren werden, dann kriegst du was mit vom Reich Gottes. Das ist übrigens auch ein guter Tipp und ich möchte gern, dass ihr euch auch versteht, heute nicht nur als Hörende, Lernende, sondern einfach auch als Multiplikatoren, weil ihr alle habt Jünger, eure Kinder mindestens, aber auch andere Jünger, glaube ich. Ihr seid, hier sind viele Leute, die berufen sind, wirklich, also eigentlich sind wir ja alle total berufen, Jünger zu machen, ja? Jesus hat uns das als Auftrag gegeben, geht hin und mache zu Jüngern, indem ihr predigt, indem ihr Tote aufweckt. Wer hat das schon mal gemacht? Ich habe es schon mal versucht, hat nicht funktioniert, aber ich gebe nicht auf. Aber macht zu Jüngern, das ist der Auftrag. Macht alle Nationen zu Jüngern und ihr seid alle Jüngermacher, ihr seid alle Multiplikatoren. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr mitkriegt, wenn Leute, denen ihr dient, für die ihr betet, mit denen ihr sprecht, die zu euch kommen um Rat und Hilfe und die kriegen nichts mit von Gott. Die verstehen nicht, was, also die verstehen nichts aus der Bibel, die werden nicht, du siehst richtig, die sind wie blind. Dann frag doch mal nach, ob sie schon von Neuem geboren sind. Wenn nicht, dann leite sie in ein Übergabegebet, wenn sie das möchten. Das kann total hilfreich sein. Und dann plötzlich sehen sie was von Gott. Dann kriegen sie was mit von diesem Reich Gottes, von diesen geistlichen Realitäten. Okay, Nikodemus fragt dann halt, ja, wie sollen das gehen? Er ist einfach, er beharrt darauf, auf dieser natürlichen, sichtbaren Ebene zu bleiben und sagt, Moment mal, Jesus. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Und dann sagt Jesus nochmal, nee, du musst aus Wasser und Geist geboren werden. Es braucht eine übernatürliche Geburt, es braucht ein Wunder. Das war Gottes Idee, Gottes Lösung für die Probleme der Menschheit. Kennt ihr noch dieses Büchlein von Reinhard Bonke, vom Minus zum Plus? Habt ihr das noch? Genau, da stand als Untertitel, Gottes erstaunlich einfache Lösung für alle Probleme der Menschheit. Das Kreuz. Und es ist wahr. Das ist Gottes erstaunlich einfach. Es war, für ihn war es nicht einfach. Es hat ihn alles gekostet. Aber es ist die Lösung für alle Probleme der Menschheit. Und ich werde euch weiterhin heute noch beweisen, warum es so ist und warum es auch für uns alle Probleme löst. Es hat dieses Wunder gebraucht.
Wir mussten sozusagen feuerfest werden, damit wir in Gottes Gegenwart bestehen können und nicht verzehrt werden von seinem verzehrenden Feuer. Und das ist passiert. 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es: Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und da ist was passiert, da ist ein Wunder passiert. Es hat eine geistliche Geburt stattgefunden, im Unsichtbaren, aber trotzdem sehr real. Und ich möchte euch ein ganz einfaches Schema aufzeichnen von uns als Mensch. Also, wir haben einen Körper. Stimmt's? Ich schaue nur, ob ihr noch da seid. Einen Geist und eine Seele. Und die Seele wiederum besteht aus Verstand, Gefühl und Wille. Und jetzt ist die Frage, was ist denn eigentlich bei der Wiedergeburt passiert? Dein Geist ist komplett erneuert worden. Also der ist lebendig gemacht worden. Der war vorher inaktiv zu Gott hin. Also da war keine Verbindung mehr mit Gott möglich. Und Gott hat es wiederhergestellt. Gott hat dich neu geboren, dein Geist, dein innerer Mensch. Das ist, was Paulus manchmal auch sagt, dass er betet für Stärkung am inneren Menschen. Der ist neu und der ist auch perfekt. Da fehlt sich nichts, außer dass er noch wachsen muss. Er ist halt wie ein neugeborenes Baby. Das kann ja auch noch nicht so viel. Aber das muss ernährt werden, das muss geliebt werden, das muss gesäubert werden und es muss lernen zu laufen, zu sprechen und selber zu essen. Ja? Und so ist es auch mit den geistlichen Babys. Wenn du jemanden zum Glauben führst, dann bist du auch verantwortlich für dieses geistliche Baby. Dass du es ernährst, dass du es begleitest, dass du es mindestens irgendwo unterbringst, wo jemand sich kümmert. Dürfen nicht unsere neugeborenen Babys allein lassen. Die müssen wirklich lernen. Das Wichtigste, glaube ich, was sie lernen müssen, ist, den Vater im Himmel kennenzulernen und selber zu essen. Ja, das ist auch für natürliche Kinder gar nicht so leicht. Ich kann mich noch erinnern, als mein erstes Kind so mit 6 Monaten nicht mehr nur gestillt wurde, sondern das erste Breichen, also was weiß ich, Karotten im Glas oder keine Ahnung. Ich habe gedacht, der erstickt mir an diesem Brei, weil er das so schwierig fand, runterzuschlucken. Weil man muss das erst lernen. Ja, das ist aber genauso auch im geistlichen Bereich. Da müssen die Menschen lernen, sich selbst zu ernähren. Wie kann ich mich ernähren durch das Wort Gottes? Wie kriege ich einen lebendigen Zugang zum Wort Gottes? Wie kann ich erfüllt werden mit dem Heiligen Geist? Zum Beispiel dadurch, dass ich den Herrn preise, dass ich die Wahrheit ausspreche. Das müssen die Leute lernen, dass sie sich selbst ernähren können. Aber das ist letztendlich nur eine Frage von Wachstum. Und das ist total in Ordnung sonst. Der Körper ist auch noch nicht komplett erlöst, leider. Der ist ein Same für unseren Auferstehungsleib, der ganz wunderbar sein wird. Da freue ich mich schon drauf. Aber der ist auf jeden Fall berührt von der Kraft Gottes. Und ich glaube, dass wir auch noch viel mehr bekommen können und in Gesundheit und Kraft lernen können zu leben, wenn die Seele unter die Herrschaft Gottes kommt. Und das ist unser großes Lebensaufgabe-Ding. Die Seele ist nämlich auch noch nicht komplett erlöst. Da passiert schon viel bei der neuen Geburt. Da passiert schon viel. Da passiert schon eine ordentliche Portion innere Heilung. Wahrscheinlich auch schon ein bisschen Befreiung und dies und jenes. Aber sie ist noch nicht komplett erlöst und lebt noch nicht komplett im Reich Gottes und in der Versorgung Gottes. Und das ist unser Problem. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass erstens wir das selbst verstehen, wo denn unsere Probleme herkommen und dass wir auch anderen helfen können. Weil unsere Probleme kommen nicht vom Geist.
Außer der ist total ausgehungert, dann ist auch nicht so gut. Also der braucht Wort, der braucht Lobpreis, der braucht Begegnung mit Gott jeden Tag. Ich sag immer, jeden Tag frisches Manna brauchen wir. Die Begegnung mit Gott, die du gestern hattest und war sie noch so mächtig, ernährt dich heute nicht mehr. Du brauchst heute wieder eine frische Berührung von Gott, eine neue Begegnung mit Gott. So wie damals das Manna in der Wüste, das war immer nur für einen Tag. Und dann wurde es schlecht. Und ich glaube, dass Gott es deswegen so macht, weil er uns so liebt und weil er mit uns leben möchte. Er möchte nicht nur eine Tankstelle sein, wo wir einmal im Monat kommen und uns volllaufen lassen und dann den Rest des Monats, tschüss Gott, bis nächsten Monat. Ich würde das so machen, ehrlich. Ich weiß es. Wenn Gott mir heute so viel geben würde, dass es für eine Woche reicht, ich wäre erst nächsten Samstag wieder da. Weil ich so ein unabhängiger Typ bin und weil ich einfach meine größte Versuchung ist, alles aus eigener Kraft zu machen. Und Gott möchte das aber nicht, weil er ist gar nicht so interessiert, dass ich gute Ergebnisse bringe, sondern er möchte mit mir leben. Er möchte eine Beziehung haben mit mir. Er möchte, dass ich ihn suche jeden Tag, weil er mich so gern mag. Und dich auch. Das ist, wie Gott uns sieht. Es geht nicht um Funktion. Wir haben so ein Motto, das haben wir aufgeschnappt von Bethel in Redding, Kalifornien. Und da sagen die immer, Family over Function. Und das bedeutet, die Familie hat immer Vorrang vor der Funktion. Das bedeutet, dass wir auch unsere Geschwister, unsere Mitarbeiter, auch im Gebetshaus, dass wir sagen, Family over Function, dir geht's nicht so gut. Ich erwarte nicht, dass du jetzt dich dadurch quälst, sondern ich bete jetzt für dich. Wir suchen den Herrn zusammen. Wir schauen, dass du wieder angeschlossen bist an die Quelle. Versteht ihr? Und nicht, dass es einfach nur, komm, wir haben jetzt hier die Deadline, das muss jetzt raus. Also komm, reiß dich zusammen, streng dich ein bisschen an. Das kriegst du schon hin. Sondern, dass wir schauen, dass in erster Linie wir sind Familie. Und in zweiter Linie hat jeder auch noch einen Arbeitsplatz auszufüllen. Und so sieht uns aber auch Gott, ja? Weil wir haben manchmal so, glaube ich, das Gottesbild, dass wir denken, Gott möchte halt, dass wir diese Dinge alle tun für ihn. So als ob wir Arbeiter wären. Aber wir sind Familie. Wir sind Gottes Familie. Und er möchte in allererster Linie eine Beziehung zu dir und nicht deine Arbeit. Und es ist ganz wichtig. Ich hatte mal vor ein paar Jahren einen Traum, wo ich in dem Traum hatte ich so eine Kittelschürze an. Das hat meine Oma immer angehabt. Kennt ihr das noch? Ich habe gar keine, aber in dem Traum hatte ich eine an und habe halt so à la Martha tüchtig gearbeitet. Und ich bin einfach auch so ein bisschen, das ist so ein bisschen eher meine Versuchung zu arbeiten und zu machen und zu tun. Und ich tue mir mit dem Sein ein bisschen schwieriger. Und in dem Traum war das dann so, dass Gott gesagt hat in dem Traum zu mir, zieh deine Kittelschürze aus. Und dann hat er mich in ein Nebenzimmer, bin ich dann gegangen, da hing ein Brautkleid am Kleiderschrank. Und er hat gesagt, zieh das Brautkleid an. Und ich glaube, dass es wirklich für mein Leben, aber auch für unser aller Leben ein Bild ist, ja, dass wir lernen müssen, dieses Brautkleid zu tragen. Und ich bin ja hier auf einer Frauenkonferenz. Ich mache mir jetzt nicht die Mühe, ganz lang zu erklären, dass Braut eher eine Position im Geist ist und nicht so sehr und so weiter. Aber wir sind ja Frauen. Wir können uns damit identifizieren. Zieh dein Brautkleid an. Das ist wirklich deine geistliche Position. Du bist nicht eine Arbeiterin Gottes, sondern du bist seine Braut. Und es geht um Liebe. Und das ist so ein tolles Brautkleid, mit dem kannst du sogar putzen. Passiert nichts. Aber putze als Braut und nicht als Magd. Okay? Das ist ganz wichtig. Putze als Braut. Gut. Also, nochmal zur Seele. Das ist eben hier unsere große Lebensaufgabe, sage ich immer, dass die Seele lernt,
unter die Herrschaft Gottes zu kommen. Wenn wir jetzt mal unser Leben in diese drei künstlichen Teile, deswegen male ich das immer so zusammenhängend, man könnte auch einen Kreis malen oder so, weil das ist einfach, du kannst es nicht trennen, das sind sogar auch jetzt die Leute in der Welt drauf gekommen, dass der Körper und die Seele massiv zusammenhängen. Ja, wir haben psychosomatische Kliniken, wo man merkt, wenn es der Seele nicht gut geht, dann meldet sich meistens der Körper. Oder auch umgekehrt, wenn es dem Körper nicht gut ist, geht es der Seele auch nicht gut. Das hängt total zusammen. Und deswegen ist es nur hier so eine künstliche Trennung, damit wir einfach mal uns beschäftigen können mit den verschiedenen Dingen, weil das uns dann mehr hilft. Wenn du weißt, das ist deine Seele. Und wenn ich jetzt hier mal das so weiterführen dürfte, das Bild, dann würde ich sagen, in dieser Dreieinigkeit aus Körper, Seele und Geist ist das hier der Chef. Es ist immer gut zu wissen, wer der Bestimmer ist. Die Kinder wollen es auch immer wissen. Wer ist denn der Bestimmer? Und das müssen wir auch wissen. Wer ist denn hier bei uns der Bestimmer? Weil, also, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir ist ganz oft die Seele der Bestimmer und das bringt mich in Teufelsküche. Und euch auch. Weil das ist eine totale Überforderung für die Seele. Dazu werde ich heute Nachmittag noch mehr sagen, aber ich bringe euch auf jeden Fall schon mal diesen netten Vergleich. Da gab es mal im ZDF so eine Serie, die hieß Die Hundeflüsterin. Habt ihr die zufällig mal gesehen? Die fand ich total klasse. Also da wurde eben so eine Frau immer in so Hundehaushalte geholt, wo es einen Problemhund gab. Und in fast allen Fällen war das Problem, dass der Hund der Chef war. Der Hund war der Rudelführer und das war nicht gut für den Hund. Also abgesehen davon, dass es ja unmöglich ist, ein Hund kann kein Geld verdienen, der kann den Kühlschrank nicht aufmachen, schon gar nicht seine Dose mit Futter oder so. Aber der Hund ist total überfordert, wenn er der Rudelführer sein soll. Und das war dann auch so. Der Hund war total nervös und hat immer gebellt und war unglücklich und nicht im Frieden. Und dann war es für die Menschen auch unerträglich mit dem Hund. Und dann hat die Hundeflüsterin erstmal dem Hund oder vor allem dem Frauchen oder Herrchen beigebracht, wie sie dem Hund erklären, dass sie der Chef sind. Das ist gar nicht so leicht, weil der versteht ja kein Deutsch so richtig. Also da muss man irgendwie mehr mit Körpersprache arbeiten irgendwie. Und das war aber sehr eindrucksvoll. Das hat so zu mir gesprochen über Geist, Seele und Leib. Wenn die Seele der Rudelführer ist, ist sie total überfordert. Das macht die Seele krank. Dafür ist sie nicht gemacht. Seele muss lernen unter die Herrschaft des Geistes. Also das ist dein Geist. Aber das ist auch, der ist in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Also eigentlich unter die Herrschaft Gottes muss die Seele. So wie es in 1. Petrus heißt, wir alle gingen in die Irre wie Schafe, aber jetzt sind wir zurückgekehrt zum Hirten und Aufseher für unsere Seele. Wir brauchen einen Hirten und Aufseher für unsere Seele und das ist Jesus. Und dort kommt sie zur Ruhe. Und dann kann sie wieder einfach sich entspannen und glücklich sein. Genau, super. Okay, also, darauf komme ich heute Nachmittag nochmal zurück. Jetzt möchte ich gerne da reingehen, was passiert ist nach der Wiedergeburt. Nämlich, Kolosser 1, Vers 13, er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also uns ist es klar, es gibt zwei Machtbereiche in der unsichtbaren Welt. Das Reich der Finsternis, da hast du vorher drin gewohnt, wusstest es gar nicht, war aber trotzdem so. Und das Reich des Lichts. Und dazwischen gibt es keine Grauzone. Du bist entweder dort oder hier. Durch die neue Geburt bist du versetzt worden vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts. Das ist wirklich passiert. Das ist ein Wunder. Das Problem, das wir immer haben, ist, dass das alles unsichtbar ist. Es wäre so viel leichter, wenn es irgendwie sichtbar wäre, so dass zum Beispiel die Leute, die sich bekehren, irgendwie plötzlich von Deutschland nach China versetzt worden wären. Stellt euch das mal vor. Ja, wo sind die Karin? Ja, die ist jetzt in China, die hat sich bekehrt.
Aber wenn es so wäre, aber genauso dramatisch und völlig umfassend und krass ist dieses Versetztwerden vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts, weil im Reich des Lichts ist so ähnlich wie Deutschland und China, also nicht, dass China besser ist als Deutschland, aber das ist anders, ganz anders. Die Leute reden schon mal ganz anders als wir. Die schreiben auch so komisch, das kann man gar nicht lesen. Und auch ihre Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, ist für uns sehr fremd. In China sind Sachen, die wir als höflich empfinden, total unhöflich. Und umgekehrt. Die Art und Weise, wie man an Sachen rangeht, ist komplett anders. Wie man zum Beispiel Geschäftsverhandlungen führt, in China habe ich mir sagen lassen, ist ganz anders als in Deutschland. Da kreist du immer nur so rum, so. Du sprichst nicht, also in Deutschland sagst du halt, hallo, ich habe dieses, jenes Produkt, das wären die Bedingungen, was hältst du davon? Und in China darfst du das auf keinen Fall so machen, sondern du musst ganz viel beachten, auch so Seniorität ist ganz wichtig, wenn jemand Älteres vor dir hast, den musst du ganz anders behandeln, als wenn es jemand, der in deinem Alter oder, und dann eben musst du dich immer so in Kreisen annähern und darfst auf keinen Fall direkt zum Punkt kommen, sondern irgendwie ab und zu das mal einfließen lassen und dann kommt wieder ein ganz anderes Thema und so. Also das, wenn man das nicht weiß, dann ist man nicht sehr erfolgreich in China. Ich sage das nur deswegen, weil es ist genau das Gleiche, was uns passiert. Es ist deine Geschichte. Du bist versetzt worden vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts und es ist jetzt alles anders. Jesus sagt, gewinne ein neues Weltbild. Es ist alles anders. Das Reich Gottes ist jetzt nahe. Du darfst jetzt da drin leben. Und es ist alles neu, es ist alles anders, du musst alles neu lernen, angefangen von der neuen Art zu sprechen. Ja, also die ihr hier sitzt, ich glaube nicht, dass so viele Jungbekehrte dabei sind, aber wenn du jetzt mal Jugendarbeit machst oder so und du hast dann so Frischlinge, die kurz vorher noch in irgendeiner anderen Szene drin waren, da merkt man es ein bisschen stärker, aber letztendlich müssen wir alle lernen, neu zu sprechen. Eine Sprache des Glaubens, eine Sprache der Hoffnung. So wie unser Gott spricht, so wie unser Vater spricht, so sollen wir auch sprechen. Die Dinge aus dem Unsichtbaren ins Sichtbare hineinsprechen. Das, was alles uns gehört, was die Bibel sagt, was uns gehört, das in den Mund zu nehmen, das auszusprechen. Römer 10, Vers 10. Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, aber mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Das heißt, was du in deinem Herzen glaubst, das muss in deinen Mund. Du musst es aussprechen, damit es für deine Seele zum Heil wird, damit sie davon sich ernähren lernt. Damit es greifbar und fassbar wird für deine Seele. Dein Geist weiß es schon. Aber deine Seele, das muss in deine Seele hinein. Das muss den Verstand reinigen, das Gefühl reinigen und den Willen. Wusstest du eigentlich, dass du einem Gefühl auch nie ausgeliefert bist? Ich glaube, dass wir das in unserer modernen Gesellschaft nicht oft genug sagen können. Weil oft ist es ja so, dass man hört, ja, ich habe mich da halt jetzt verliebt, deswegen verlasse ich jetzt meinen Ehepartner oder so. Nein, du musst das nicht machen, nur weil du das jetzt fühlst. Gefühle ändern sich wieder. Gefühle kommen immer von Gedanken, die du hast. Und wenn ein Gedanke, den du hast, Gefühle hervorruft, die nicht in Übereinstimmung sind mit dem, was Gott sagt oder mit dem Willen Gottes oder die keine gute Frucht hervorbringen, dann war der Gedanke falsch, den du gedacht hast. Und den muss man dann rausfinden. Was habe ich denn gedacht? Was habe ich denn geglaubt für Lügen? Lügen entlarven und sie mit der Wahrheit ersetzen. Dann ändern sich auch die Gefühle wieder. Du bist nie Gefühlen ausgeliefert. Die Seele darf nicht der Bestimmer sein. Das heißt aber nicht, dass du die Seele nicht ernst nehmen sollst. Du musst verstehen, die Seele ist mehr wie so ein Thermometer. Die zeigt dir an, was für eine Temperatur herrscht. Oder ihr kennt vielleicht auch so Dampfdrucktöpfe. Wenn da der Druck innen ansteigt, dann gibt es so ein Ventil, das rauskommt. Und dieses Ventil, das ist wie die Seele. Die zeigt dir an, oh, Druckverhältnisse. Da ist Druck. Und das musst du ernst nehmen.
Weil dann musst du nämlich irgendwas machen, weil sonst fliegt dir das Ding um die Ohren. Das nicht das Ventil abschrauben, sagen, das stört mich jetzt. Oder zukleben mit was weiß ich. Sondern du musst darauf reagieren, sagen, ah, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht. Beim Dampfdrucktopf ist es einfach, dann nimmst du ihn einfach von der Herdplatte runter. Aber bei der Seele musst du auch rausfinden, was verursacht diese Gefühle, was verursacht diesen Druck, was verursacht das. Und da brauchst du manchmal auch Hilfe. Dafür haben wir richtig gute Seelsorger, manchmal auch Therapeuten, die dir helfen können, das zu entlarven. Was verursacht diesen Druck? Die Seele darfst du nie wegdrücken, niedertrampeln, abspalten oder ignorieren. Ganz wichtig. Wenn wir zurückgehen zu diesem Beispiel von dem Hunderudel. Die Seele ist wie ein Mitglied deines Rudels, das du sehr lieb hast, aber die darf nicht leiten, weil sie es nicht kann. Aber sie ist ein ganz wichtiges Mitglied deines Rudels und du bist dafür verantwortlich, sie zu beschützen und ihr Gutes zu tun. Und sie auch zu erziehen. Darf nicht alles machen, ja? Wenn du so einen Hundewelpen frei rumlaufen lässt, der wälzt sich in irgendwas Stinkendem und findet das total toll. Der frisst alles Mögliche, was ihm nicht gut tut. Ja, also, und so ist es mit der Seele auch, die darfst du nicht frei rumlaufen lassen. Die muss man erziehen. Das lesen wir übrigens ganz oft in den Psalmen. König David hat ganz oft zu seiner Seele irgendwas gesagt. Zum Beispiel, Seele, Achtung. Jetzt preist den Herrn. Auf geht's, wir preisen jetzt den Herrn. Und Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und Seele, was ist denn jetzt schon wieder los? Wieso bist denn du so betrübt? Wieso machst denn du dir so Sorgen? Seele, komm, jetzt, auf geht's. Hoffen wir auf den Herrn. Er ist doch unser Fels und unsere Stärke. Er ist doch immer treu gewesen. Seele, hoffe auf den Herrn. So hat David mit seiner Seele geredet, also nichts Komisches, dürfen wir auch. Rede mit deiner Seele, sag Seele, pass auf, du bist hier nicht der Chef, sondern Gott ist der Chef. Du hast einen Hirten und Aufseher, jetzt lehn dich mal an den Hirten. Lehn dich mal an den guten Hirten. Und wisst ihr, der Hirte ist so ein guter Hirte, das ist unfassbar. Und ich frage den Herrn immer am Anfang des Jahres, wie möchtest du dich mir denn offenbaren dieses Jahr? So, was ist da irgendeine Betonung, wo du dich, die mir zeigen möchtest? Und letztes Jahr war das Jahr vom Hirten. Da hat er gesagt, ich will mich dir offenbaren als den guten Hirten. Und in diesem Jahr ist mir zweimal passiert oder dreimal sogar, dass eine Schafherde direkt vor meinem Garten vorbei getrieben wurde. Also ich wohne mitten in Augsburg, aber in so einer Grünzone direkt am Lech und da ist so ein Park und da gibt's quasi wie eine Grünbrücke, die dann durch die Stadt führt oder wo es dann auch in den Wald geht und da werden manchmal so Schafe in unseren Park, damit die halt das Gras abfressen und man da nicht mähen muss oder so. Und das fand ich so klasse. Gerade in dem Jahr, wo er gesagt hat, ich zeig mich dir als guter Hirte, da kamen dann die Schafe vorbei und da hatte ich mal richtig Anschauungsunterricht, weil so als Stadtkind, da kriegt man das ja gar nicht mehr so mit, wie das ist mit den Schafen. Aber ich sag euch was, die Schafe, die haben keine Ahnung von gar nichts. Die sind völlig hilflos ohne den Hirten, komplett hilflos, die würden sich über die große Straße stürzen oder irgendwo mitten rumlaufen, wo sie nicht rumlaufen sollen. Der Hirte hat ganz schön zu tun. Da waren zwei Hirten und zwei Hunde. Und die hatten die ganze Zeit zu tun, dass sie die Schafe auf dem Weg hielten. Das war nicht die Aufgabe der Schafe, dass sie auf dem richtigen Weg geblieben sind. Die hatten gar keine Ahnung, also wie das geht. Sogar ein Video davon gemacht. Das war für mich so schön, das zu sehen, weil das nimmt mir so viel Druck weg, weil ich genau weiß, das ist ein richtig guter Hirte, viel besser als jeder menschliche Hirte. Der hat es total im Griff, mich so hinzuschieben, dass ich den richtigen Weg nicht verfehle. Und der sorgt richtig gut für mich.
Und ich kann mich ihm anvertrauen. Ich kann mich an ihn anlehnen. Er weiß, wie es geht. Und ich habe keinen Plan. Und es ist wirklich so, ich weiß schon ein bisschen was, aber das reicht bei Weitem nicht aus. Ich brauche diesen Hirten und du brauchst ihn auch. Und deine Seele soll lernen, sich an ihn anzulehnen und ihm zu vertrauen. Dann ist es alles in der richtigen Ordnung. Okay, und jetzt wäre es schön, wenn wir mal die Präsentation hätten. Genau, ich möchte jetzt nochmal über diese zwei Bäume mit euch reden, weil letztendlich sind diese zwei Bäume wiederum nur ein anderes Bild für diesen Sachverhalt Reich des Lichts, Reich der Finsternis. Es geht immer um das Gleiche. Leben im Geist, Leben im Fleisch, Leben unter dem Gesetz, Leben in der Gnade. Und die Frage ist für uns, wo lebst du und wo ist deine Heimat? Und das finde ich ein sehr anschauliches Bild. Ich kann es ja weitermachen. Das ist der Baum der Erkenntnis. Der hat Früchte, die sind eigentlich schon gar nicht so schlecht aus und die heißen auch schön. Die heißen zum Beispiel Hilfsbereitschaft, Entschiedenheit, Freundlichkeit, Liebe, richtig Leben, Selbstaufgabe, Bibeltreue, Kreativität, Eifer. Das Problem ist die Wurzel und der Stamm. Am Stamm steht Appelle, Anstrengung, Leistung und die Wurzeln heißen Unglaube, Angst, Ärger und Stolz. Und leidenschaftliche Hingabe an ideale Prinzipien und Erkenntnisse. Und das ist ein Lebensort, der eigentlich den Namen Lebensort gar nicht verdient hat, weil da gibt es kein Leben. Da ist nur Tod. Und die Frage ist, welchen Geschmack hat dein Leben? Welchen Geschmack hat dein Leben? In Römer 14, Vers 17 heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Also wenn dein Leben nach Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist schmeckt oder die Situation oder der Gedanke, den du gerade hast oder die Situation, in der du dich befindest, wenn das diesen Geschmack hat nach Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist, dann bist du nicht unter dem Baum der Erkenntnis, sondern unter dem Baum des Lebens. Aber wenn dieser Geschmack nicht da ist, bist du unter dem Baum der Erkenntnis gefangen und dort ist kein Leben. Das ist ganz wichtig. Ja, Gott hat gesagt, wenn du davon isst, musst du sterben. Und das gilt immer noch. Es ist ein geistlicher Baum, es ist eine geistliche Frucht. Wenn du diese Frucht isst, hast du kein Leben. Was ist passiert, nachdem Adam und Eva die Frucht von diesem Baum der Erkenntnis gegessen haben? Erstens, ihre Blickrichtung hat sich komplett verändert. Sie haben Gott nicht mehr gesehen, sondern nur noch sich selbst. Ihre Nacktheit, ihre Armut, ihren Mangel, ihre Probleme. Und da war keine Hoffnung mehr da. Da war Hoffnungslosigkeit, weil sie haben Gott nicht mehr sehen können. Und das ist genau ein Symptom, an dem du auch erkennst, unter welchem Baum du gerade sitzt. Ich gehe nochmal zurück, dass ihr die beiden Bäume sehen könnt. Und der Baum des Lebens hat als Stamm Empfangen der Versorgung Gottes, leidenschaftliche Hingabe an eine Person, nämlich Jesus Christus, und nicht an Prinzipien. Das Wort Gottes ist Versorgung und nicht ein Appell, keine To-Do-Liste, sondern Versorgung. Da werde ich nachher noch mal mehr dazu sagen. Und die Wurzeln sind Gehorsam, Glauben, Sanftmut und Demut. Als Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, sahen sie nur noch sich selbst und ihr Leben hat sich nur noch um sich selbst gedreht. Wenn du merkst, das ist dein Problem, dann sitzt du wahrscheinlich gerade unter dem Baum der Erkenntnis. Aber das Gute ist, du musst da nicht bleiben. Weil du bist ja eigentlich versetzt ins Reich des Lichts. Also Baum der Erkenntnis wäre ein Synonym für Reich der Finsternis. Sieht nur nett aus, ne? Das ist einfach so die fromme Variante. Aber es ist trotzdem Finsternis. Es ist nicht das Leben, das Gott für dich hat. Zweitens ist passiert, sie haben plötzlich die Fähigkeit gehabt, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und das klingt ja erstmal gar nicht so schlecht,
für unsere Ohren. Was soll da dran schlecht sein? Aber das Problem ist, dass plötzlich der Mensch die Instanz geworden ist, die sagen darf, was ist richtig und was ist falsch und nicht mehr Gott. Und daher kommen alle Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben. Ja, also im Buch der Richter liest man das auch. Da wird also berichtet von allen möglichen Krisen, Mord und Totschlag. Und am Schluss kommt der Vers, Richter 21, 25. In jenen Tagen war kein König in Israel und jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und das machen wir alle auch. Und das machen auch die Krieger von der IS. Die tun das, was recht ist in ihren Augen. Die stehen nicht in der Früh auf und sagen, ich will heute mal ein ganz böser, gemeiner Mensch sein, sondern die sagen, ich tue heute das Richtige für Allah. Versteht ihr? Das ist in ihrem System das, was recht ist in ihren Augen. Und das ist eben unser Grundproblem als Menschheit. Und das sind eigentlich letztendlich alle großen Werke der Literatur, haben das zum Thema, dass irgendein Mensch meint, alles richtig machen zu wollen, und dann verstrickt er sich in ein Verhängnis und am Schluss richtet er total viel Leid an und kommt selber total unter die Räder. Und die Motivation war, ich will alles richtig machen. Weil es, genauso wie es für die Seele eine Überforderung ist, zu herrschen und zu bestimmen, ist es für uns Menschen eine Überforderung zu sagen, was richtig und falsch ist. Wir haben keine Ahnung. Aber Gott weiß es. Gott muss die letzte Instanz bleiben, die sagt, was richtig und falsch ist. Wisst ihr, es gibt Situationen, es ist nicht so leicht, weil wir haben ja nur, wir sehen ja fast gar nichts. Wir sehen ja nur das, was vor Augen ist. Und dann auch noch gefärbt durch die Brille unserer eigenen Erfahrungen, unserer eigenen Verletzungen, unserer eigenen Vorurteile oder unseres begrenzten Wissens. Und das schränkt es dann noch mehr ein, was wir wissen, zu meinen. Wir sehen fast gar nichts, aber Gott sieht alles. Er kennt die ganze Geschichte von Anfang bis zum Ende. Er sieht jeden Menschen, er sieht ins Herz. Er weiß die Motive von jedem Einzelnen. Er kennt auch die ganze Geschichte von jedem Einzelnen. Und Dinge, die passieren manchmal, die wir als objektiv, wenn man überhaupt das Wort benutzen darf, negativ empfinden, sind in Gottes Augen etwas sehr Positives, was Frucht hervorbringt. Das ist dir auch in deinem Leben schon ganz oft begegnet. Dass Situationen, wo du gedacht hast, das ist eine Katastrophe, plötzlich sich als Segen herauskristallisiert haben. Und du hättest nicht gewusst, wie du dich hättest richtig verhalten sollen, aber Gott hat es gewusst und Gott hat dich geleitet. Wisst ihr, und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wir dürfen nicht die letzte Instanz sein. Aber wenn wir unter dem Baum der Erkenntnis sitzen, dann tun wir so, als ob wir es wären. Und dann merken wir sofort am Geschmack, oh, hier schmeckt es nicht mehr nach Leben. Und das ist eine ganz wichtige Diagnosefrage, die schreibe ich euch mal hin, die ganz hilfreich ist. Schmeckt das nach Leben? Daran könnt ihr immer prüfen, unter welchem Baum sitze ich gerade. Weil unter dem Baum der Erkenntnis wird es nicht nach Leben schmecken, sondern da ist es plötzlich alles sehr eng. Du bist in dem Gedankenkarussell, du führst Diskussionen in deinem Kopf und du sagst, aber das war doch falsch, aber das dürfen die doch nicht machen, aber das ist doch so. Da ist aber kein Leben drin, da ist keine Freiheit, keine Hoffnung, keine Zuversicht, das ist nicht das Reich Gottes. Das ist nicht der Baum des Lebens. Daran kannst du es entscheiden und dann unterscheiden und dann vollziehe einen Ortswechsel. Vollziehe einen Ortswechsel. Das heißt ganz einfach, hier schmeckt es überhaupt nicht mehr nach Leben. Und da will ich nicht bleiben. Vergib mir, Herr. Ich trete jetzt wieder unter den Baum des Lebens in deine Gegenwart. Ich lehne mich an dich und dein Wort. Du bist mein Gott. Du bist mein Herr. Seele, komm zur Ruhe, lehn dich an deinen Hirten und Aufseher. Also es ist jetzt kein Fünf-Punkte-Plan, den ihr genauso machen müsst, aber ihr versteht die Idee.
tritt raus, tritt unter den anderen Baum. Manchmal hilft es, wenn man einen Schritt macht. Das ist ja ein geistliches Geschehen. Du musst eigentlich nicht im Sichtbaren einen Schritt, aber es hilft manchmal, dass du dich erinnerst, oh, das ist nicht der Lebensraum, in dem ich leben möchte. Wir haben jetzt die Zeit vollendet. Die Zeit ist vollendet. Aber ich möchte trotzdem noch einen letzten Satz. Oder einen, 5 Minuten habe ich noch. Ist das okay? Chefin? Gut. Alles klar. Rechthaberei bringt kein Leben. Und ich möchte euch einfach noch das Beispiel von Petrus geben. Und einfach damit wir verstehen, wie Gott so denkt und wie Gott so ist. Weil, also ihr wisst, Petrus hat Jesus verraten, Jesus hat ihn vorher schon darauf hingewiesen, es wird passieren, pass auf sozusagen. Und es ist halt dann doch passiert. Und dann ist Jesus gestorben und dann ist er wieder auferstanden, war aber nicht die ganze Zeit immer da. Und dann gab es diese erste Begegnung mit Jesus nach Petrus seinem Verrat. Am See, Petrus war auf dem Boot, Jesus war am Ufer, hat Fische gebraten und Petrus sieht, oh, es ist der Herr. Na toll, da ist dein bester Freund, den du verraten hast, obwohl du ihm geschworen hast, du würdest ihn nie verraten, also wenn jemand, aber ich nicht. Und du hast ihn total im Stich gelassen und es tut dir unendlich leid und du hattest noch keine Gelegenheit, das wieder gut zu machen oder zumindest mal anzusprechen, um Vergebung zu bitten. Und das ist eine blöde Situation. Ich bin froh, dass ich nicht in Petrus Haut damals gesteckt bin. Petrus kommt ans Ufer und fühlt sich nicht besonders gut und weiß nicht, wie machen wir das jetzt? Wie versöhnen wir uns wieder? Oder was passiert jetzt? Oder kriege ich jetzt noch Vorwürfe zu hören oder so? Und wisst ihr, ich habe mir schon oft überlegt, oder ich kenne mich und ich weiß, dass meine intuitive Reaktion gewesen wäre, zu Petrus zu sagen, Petrus, ach Petrus, jetzt habe ich es dir noch gesagt und jetzt machst du es trotzdem falsch. Weißt du, Petrus, ich bin echt enttäuscht von dir. Und weißt du was, Petrus, jetzt schauen wir uns mal genau an, wie es dazu kommen konnte, dass du das getan hast. Und dann überlegen wir uns mal 5 Punkte, wie du das nächstes Mal richtig machen kannst. Erkennt ihr euch da ein bisschen wieder? Aber Jesus ist so nicht. Jesus ist so nicht. Und das ist die gute Botschaft. Jesus ist nicht so. Sondern Jesus wollte nur eins wissen. Er hat gesagt, ich habe nur eine Frage an dich, Petrus. Und die heißt, liebst du mich? Und Petrus hat gesagt, ja, Herr, es ist zwar eine schwache Liebe, aber ich liebe dich wirklich. Ich liebe dich, das weiß ich, ich liebe dich. Und Jesus hat gesagt, es genügt mir. Du hast deinen Job zurück. Du bist wieder eingesetzt. Und er fragt ihn 3-mal, Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt, ja, Herr, ich liebe dich. Und ich glaube, mit jedem Mal wurde er zuversichtlicher. Ja, Herr, ich liebe dich. Und weißt du, Jesus geht es darum, liebst du mich? Jesus möchte nicht, dass du alles richtig machst. Das ist überhaupt nicht der Plan, dass du alles richtig machst. Das war noch nie so geplant. Jesus hat sein Reich nicht darauf gebaut, dass du alles richtig machst oder ich. Halleluja! Weil er ganz genau weiß, dass niemand von uns es richtig machen kann. Das geht gar nicht, es funktioniert nicht. Deswegen waren wir ja quasi Konkursmasse und er hat gesagt, das geht nicht mehr. Kann man nichts mehr anfangen damit. Wir schaffen was Neues. Wir machen was ganz Neues. Eine neue Schöpfung, ein Wunder. Und das ist das Evangelium. Die gute Botschaft, wir sind eine neue Schöpfung und das, was zählt, ist, liebst du? Liebst du Gott? Liebst du dich? Liebst du deinen Nächsten wie dich selbst? Liebst, hast du gelernt zu lieben? Liebst du mich? Fragt Jesus. Das ist deine Qualifikation. Wenn du das beantworten kannst, dann bist du 100% erfolgreich. Ja, die Definition von Erfolg im Reich Gottes heißt, Gott liebt dich und du liebst Gott. Ich sag's nochmal, die Definition von Erfolg im Reich Gottes, Doppelpunkt, Gott liebt dich und du liebst Gott.
100% Erfolg. Amen. Nachmittags mache ich weiter. Welch eine Predigt. Welch eine Predigt. Ich bin so gespannt auf heute Nachmittag. Vielen herzlichen Dank, Elke. Ich stelle mich einmal kurz vor. Mein Name ist Margret Schierbecker. Meine Geist